Also ich begrüße Sie heute Abend herzlich zu der dritten Veranstaltung vom Forum Follows Finance. Mein Name ist Max Spielmann, ich komme vom Institut IXDM, der Ausbildung BA Bachelor Prozessgestaltung und werde heute durch diese Lecture führen. Form Follows Finance ist eigentlich ein Thema, wie das Geldsystem die Architektur bestimmt. Ist vielleicht auf den ersten Moment, ja, das ist eigentlich eine Binsenwahrheit, wie Geld regiert die Welt. Also, wieso gibt es so eine Serie zu diesem Thema? Weil irgendwo ist eine Selbstverständlichkeit. Was uns aber interessiert, sind eben so diese bisschen die Details und die Möglichkeiten und Probleme, die sich da ergeben. Wir hatten als Beispiel die erste Veranstaltung war mit Carol Willis. Sie ist Architekturhistorikerin in New York, leitet dort das Skyscraper Museum. Und was wir da gelernt haben, ist, wenn Sie, sagen wir, das Empire State Building nehmen, mit dieser Form, die immer mehr zusammengeht, dass das wahrscheinlich keine ästhetische Entscheidung war, natürlich mit einem ästhetischen Resultat. Und dann sicher hat man das auch gedacht. Aber es gibt Zeichnungen von den Architekten, die jedes Stockwerk die Rendite berechnen und eigentlich verkürzen dort, wo es sich nicht mehr rentiert. Also das ist sozusagen die Form, darum Form Follows Finance, dass die viel stärker eingreift wirklich in die Ästhetik, in die, was am Schluss rauskommt, als wir für uns vielleicht denken. Umgekehrt ist auch, Sie kennen ja vielleicht die Needles heute, diese ganz dünnen Skyscrapers, auch in New York beispielsweise, die eigentlich von unten nach oben nicht breiter und nicht dünner werden und wo eine, zwei, drei oder vier Loftwohnungen pro Stockwerk Platz haben. Das hat auch eine Renditefragestellung, weil in New York City ist der Boden zu teuer heute für Büros. Es ist Privateigentum, Wohnungen. Und für Wohnungen gleich Aussicht. Geld spielt in dem Milieu keine Rolle. In dem Sinn ist das die Form, die eine Logik hat. In der zweiten Veranstaltung hatten wir was ganz anderes gemacht. Wir sind mit dem Basler Architekten und Städteentwickler oder Stadtentwickler Andreas Gouvassier haben wir mehrere Genossenschaftsprojekte untersucht. Sprich, wir waren auf dem Spaziergang und haben ganz unterschiedlich insgesamt vier Projekte uns angeschaut. Das erste Projekt, ein Musikerhaus, wo es ein ganz spezifisches Problem das genossenschaftlich da gelöst wurde, nämlich Musiker, Musikerinnen müssen üben. Das haben die Nachbarn nicht unbedingt so gern. Sie brauchen noch spezielle Räume. Und das Projekt ist entstanden aus dieser Nachfrage. Das zweite Projekt, das bekanntere, wo ich nachher dann nochmals kurz darauf zu sprechen komme, ist Davids Boten. Ein Projekt, und das ist das Interessante dran, das glaube 25 Jahre alt jetzt ist, also gerade ein Jubiläum hatte und das eigentlich mit Helvetia-Versicherungen, mit den Pensionskassengeldern mitfinanziert wurde, und auch eine Mitbestimmung da war. Bis heute besteht diese Verbindung, dass also ein Privatinvestor eigentlich Pensionskassen wichtigste Privatinvestoren wahrscheinlich in der Schweiz im Wohnbereich, da sich auf ein Genossenschaftsprojekt eingelassen hat. Wir waren dann auch beim Kannenfeld, kennen Sie vielleicht diese drei Hochhäuser, das ist meines Wissens ohne Gewähr das erste Hochhausgenossenschaftsprojekt, zumindest in Basel sicher, aber ich glaube auch in der Schweiz, wo sich die Genossenschaften damals durchgerungen haben, in die Höhe und in die Masse zu bauen. Vorher waren ja alles, kennen Sie von Basel, kennen Sie von anderen, dann stellten diese kleinen Reihen Einfamilienhäuser. Und am Schluss, und da kommen wir wieder aufs Geld,
Das aktuelle Projekt Felix-Platter-Spital, rund fünf oder sechs verschiedene Genossenschaftsmodelle, von möglichst günstig bauen zu relativ luxuriösen, großen Wohnungen, ganz unterschiedliche Ansätze von Wohnen, von Kollektivküchen über Privatwohnungen, mit 230 Millionen Kosten, eine ziemliche Kiste von einem Projekt für Genossenschaften. Was auch zeigt, dass vielleicht heute in der Schweiz, in der Situation, wo wir sind, das Geld natürlich eine Rolle spielt, aber vielleicht sehr viel wichtiger als das Geld bei Genossenschaftsprojekten einfach die Frage der Partizipation ist, nämlich die Frage, wie möchten wir wohnen und wie können wir das realisieren, weil auf dem Markt gibt es vielleicht das, was wir, so wie wir wohnen möchten, gar nicht. Und was heißt das? Und darum freue ich mich auch heute Abend eine Vorstellung mit dem Titel Privatbesitz, Sanierung, Kündigung. Sind wir schon so an das Schema des städtischen Wohnungsmarktes gewöhnt oder geht es auch anders? Ich begrüße dazu Rebecca Geier vom ursprünglich vom Hyperwerk. Das Projekt ist im Hyperwerk entstanden. Ganz ursprünglich ist Rebecca Geografin, an der Humboldt-Universität studiert. Und bringt damit natürlich, Geografie ist für mich, ich glaube nicht nur für mich, ja so eine Schnittstellenfunktion. Es hat mit Naturwissenschaften zu tun, es hat mit Kulturwissenschaften zu tun, es hat mit Sozialwissenschaften zu tun. Und für mich war es jetzt nicht ganz erstaunlich, dass du in dem Projekt mitgearbeitet hast, wo ja auch verschiedene Dimensionen zusammenkommen und auch einiges an Recherche, an Observationen, an Auswertung damit verbunden war. Das Projekt, das nennt sich Büro Giacometti, Jarin Schmerling, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, ist auch hier momentan beteiligt, frisch in diesem Projekt Büro Giacometti. Valentina Merz hoffe ich via Kamera begrüßen zu können. Sie ist eigentlich Initiantin oder Hauptinitiantin dieses Projektes. Und wir haben auch das ausführende Architekturbüro, Co-Architekten mit Jasmin Brunner und Raphael Umfier, was ich sehr freue, dass wir dann nachher diskutieren können. Hans-Martin Merz, der Hausbesitzer und sozusagen die Person, die das, den Ball ins Rollen brachte dann für dieses Projekt, ist heute leider krankheitshalber verhindert. Wir werden dann nach der Präsentation solche Fragen, die ich jetzt angetönt habe, genau besprechen und freue mich auf deinen Vortrag. Ich hoffe, es gibt einen spannenden Abend. Danke. So. Gut. Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch Max für die einführenden Worte. Ich freue mich, dass ich heute hier das Büro Giacometti präsentieren darf und natürlich auch das zugehörige Projekt, das Sanierungsvorhaben. Und ich freue mich vor allem aber dann auch auf das Gespräch mit euch beiden, Jasmin und Raphael. Der Vortrag, die nächsten 30 Minuten, dem liegt zugrunde eben, was Max schon gesagt hat, der Titel Privatbesitz, Sanierung, Kündigung, der Dreiklang, den man so gewöhnt ist leider. Und mit Fragezeichen aber auch, weil wir das in dem Projekt auch vor allem auch hinterfragen wollen und einen Weg finden wollen, wie die Kündigung umschifft werden kann. Und das ist so der Kern der Arbeit des Büro Giacometti. Und mittlerweile schon seit 2 Jahren. Wir haben im Dezember 2020 gestartet und entlang von diesem Zeitstrahl will ich jetzt die nächsten 30 Minuten durch das Projekt führen und dann eben nach dem Vortrag ins Gespräch kommen. Um zu starten, machen wir einen kleinen Exkurs nach Bern, weil dort findet das Ganze statt. Das ist die Giacometti-Straße in Bern. In diesen beiden Häusern leben Familien, Paare und Einzelpersonen in gesamthaft 87
Ein-, Zwei- oder Dreizimmerwohnungen. Es werden mehr als 15 Sprachen gesprochen. Die älteste Bewohnerin wohnt seit 1970 hier. Und die im Haus verbrachten Lebensjahre der aktuellen BewohnerInnen, insgesamt zusammengezählt, ergeben 423. Wie ganz viele Mietshäuser in Bern und anderen Städten auch, gehören sie einem externen Immobilienunternehmen. Dadurch entsteht eine Schere zwischen dem Wohn- und dem Besitz der bewohnten Fläche. Genau, wir befinden uns an der Giacometti-Straße in Bern, wie schon im Video gesagt wird. Das sind diese Blöcke, die man hier sieht. Genauer gesagt ist die Giacometti-Straße im Ostringquartier im Stadtteil Kirchenfeld-Schosshalde. Und dieser Block, den man hier sieht, sind fünf Häuser oder besteht aus fünf Häusern, Giacometti-Straße 2 bis 10. Und dieser Block wurde 1967 erbaut und eben die Giacometti-Straße 2 und die Giacometti-Straße 4, das Rathaus und das danebenliegende Haus, wurde 2020 von der Emi Merz AG aufgekauft. Die beiden Häuser teilen sich im Erdgeschoss drei Gewerbeeinheiten, verfügen im Untergeschoss über eine Tiefgarage bzw. Einstellhalle. Und hinterm Haus liegt eine Grünfläche, die als Garten genutzt wird, die auch durchgängig ist mit dem gesamten Block und gemeinschaftlich genutzt wird. Es verfügt über ein Flachdach mit einer begehbaren Dachterrasse und insgesamt über 87 Wohneinheiten. Wie gesagt, 2020 im Sommer hat die Emi Merz AG die beiden Häuser aufgekauft. Sie wurden ausgeschrieben zum Verkauf, weil sie sanierungsbedürftig waren. Und die Emi Merz AG hat sich dazu entschieden, die Häuser total zu sanieren, also eine totale Sanierung durchzuführen. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen Menge. Und es sollten, in dem Brief an die Mieterinnenschaft stand, dass die Balkone saniert werden sollten und stabilisiert werden sollten, dass eine energetische Sanierung sein soll, die Wohnungen inklusive der Leitungen instand gesetzt werden sollen, die Haustechnikanlage aufgebessert werden sollte, die aktuellen Erdbebenvorschriften eingehalten werden müssten und die Fassaden und das Flachdach saniert werden sollte. Zuerst sollte die Nummer 4 starten. Im Januar 2022 war der ursprüngliche Sanierungsbeginn und dann ein Jahr später sollte die Nummer 2 folgen. Und das wurde allen BewohnerInnen im Sommer 2020 eben in diesem Brief mitgeteilt. Und hier sieht man einen Auszug von diesem Brief, weil diese Sanierung, und das war, glaube ich, ganz entscheidend, zu diesem Zeitpunkt der Entscheid für diese Totalsanierung zog die Kündigung der Mietverhältnisse mit sich. Also das stand so in diesem Brief und wurde auch kommuniziert an die Mieterinnenschaft, dass die Mietverträge zum Zeitpunkt am 31. Januar 2022 gekündigt werden sollten. Das ist so der Status quo und im Endeffekt passt es auf diesen Dreiklang erstmal. Wir gehen zurück nach Basel, ungefähr 2 Monate darauf. Im Oktober, November 2020 war Valentina Merz, die Tochter des Eigentümers, gerade an der Themenfindung für ihre Diplomarbeit am Hyperwerk. Man muss wissen, das Hyperwerk oder der Studiengang Prozessgestaltung, wie er sich auch nennt. Die Diplomarbeiten bestehen aus einem praktischen, prozessgestalterischen Teil, projektorientiert, und aus dem theoretischen Teil der Arbeit. Und Valentina hat zu dem Zeitpunkt von ihrem Vater, von diesem Hauskauf erfahren und war aus idealistischen Gründen nicht d'accord mit dieser Kündigung, die darauf folgen sollte, hat aber auch die Chance gesehen, dass sie ihre Ideen von einem gemeinschaftlichen Wohnen vielleicht mit einbringen könnte in das Projekt und hatte sich dann dafür interessiert, dieses Projekt als Teil von ihrer Diplomarbeit zu sehen. Wir haben uns dann darüber unterhalten und recht schnell ist eigentlich klar geworden, dass es gar nicht so um unsere Vorstellung von gemeinschaftlichem Leben gehen sollte, sondern es ja in diesen 87 Wohnungen auch Leute gibt, die schon Jahre, Jahrzehnte da drin wohnen. Und wir eigentlich erstmal den Dialog mit den Personen, die drin wohnen, eröffnen sollten und Kontakt suchen sollten. Und deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht, in welchem Format wir uns mit den Leuten unterhalten können oder wie wir auf die Leute überhaupt zugehen können, die dort wohnen, dass wir die Reaktion auf diesen Brief einfangen wollen und diese anstehende Sanierung, also die Reaktion auf diese anstehende Sanierung abfragen wollen, ob es da Wünsche, Sorgen, Ängste etc. gibt, Bedürfnisse und diese Erkenntnisse an die Emi Merz AG auch weiterleiten.
Das war so die Startintention, es sollte ergebnisoffen sein und in Absprache mit der EMI Merz AG durften wir im Rahmen dieses Studierendenprojektes oder dieses Diplomprojektes das auch so machen und diesen Schritt auf die BewohnerInnen zugehen. Und mit dieser Einladung, die man hier sieht, das war der erste Aushang, haben wir eine Sprechstunde eröffnet. Die Hausverwalterin hat uns eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die leer stand im ersten Stock der Hausnummer 4. Und wir haben wöchentlich, waren dann einfach vor Ort und haben die Leute eingeladen, zu uns in die Sprechstunde zu kommen. Es sind dann auch im Dezember einige erste BewohnerInnen zu uns gekommen und der Ton war eigentlich recht einheitlich. Die meisten hatten fast existenzielle Ängste, was diese bevorstehenden Veränderungen betrifft. Vor allem hatten sie Angst, dass sie einfach nach dieser Sanierung die Wohnungen nicht mehr zahlen können und dass sie während der Sanierung vor die Tür gesetzt werden. Und dann im Gespräch mit dem Hauseigentümer war das eigentlich dann relativ schnell klar, dass das nicht der Weg sein sollte, der mit der Sanierung gegangen werden sollte, sondern dass versucht werden sollte, eine Lösung zu finden zusammen. Und deshalb gab es Ende Dezember dann nochmal einen Brief von der EMI Merz AG, wo vor allem explizit dieser Satz drin stand. Und ich glaube, das ist der Satz, der uns jetzt so die nächsten zwei Jahre dann begleitet hat, dass das Sanierungsziel und somit eine Art Versprechen von der EMI Merz AG an die Bewohnerinnen ist, dass alle BewohnerInnen der Giacometti-Straße 2 und 4, die dies auch wünschen, bleiben dürfen nach dem Umbau und dass sie das auch machen können und dass sie bleiben können zu einem Preis, zu einem Mietpreis, den sie tragen können. Und das ist, glaube ich, dieser Hauptsatz, der daraus folgte jetzt in den nächsten zwei Jahren. Und gleichzeitig wurde in dem Brief aber auch nochmal verdeutlicht und eingeladen für diese Sprechstunde. Ab dem Zeitpunkt waren wir dann auch eher im Auftrag der EMI Merz AG mit dieser Sprechstunde aktiv. Und zwar wurde explizit eingeladen, dass die Menschen in die Sprechstunde kommen sollten, um mitzuteilen, ob sie bleiben wollen und dass wir das erfassen können, quasi wer bleiben will und so eine Menge an Menschen haben. Wir haben uns für diese Gespräche, wir haben dann erwartet, dass viele mehr kommen würden als im Dezember und haben uns dann einen Leitfaden erarbeitet, dass auch in der nachfolgenden Auswertung die Gespräche vergleichbar sind. In dem Leitfaden ging es vor allem darum, die Leute kennenzulernen, herauszufinden, wie lange wohnen sie eigentlich schon in den Häusern, was verbinden sie mit den Häusern, wie sind sie in die Nachbarschaft, in die Umgebung eingebettet. Dann dieses Thema Kündigung natürlich zentral zu besprechen, welche Reaktionen sie darauf haben, ob sie bleiben wollen, welche Sorgen, Ängste, Wünsche sie aber auch an die Sanierung mitbringen und wie ihre aktuelle Wohnsituation ist und was sich verändern soll und was aber auch so bleiben soll, wie es ist. Das waren irgendwie so die Leitfragen, durch die wir immer durch diese Gespräche manövriert sind. Und insgesamt bis Februar 2021 konnten wir tatsächlich mit 43 Parteien sprechen und hatten dann im Februar das Gefühl, okay, das ist jetzt schon eine gute Grundmenge, um mal Auswertungen anzustellen. Mittlerweile sind es auch noch 9 weitere sogenannte DauermieterInnen. Also wir haben jetzt eigentlich mittlerweile so die Stimmen von 50 Menschen. Oder 50 Parteien. Wenn man auf die Auswertung guckt, die wir dann angestellt haben, gab es vor allem Äußerungen zu dem Zustand der Wohnungen und zu den Wünschen für die Sanierung, aber auch zur aktuellen Wohnsituation, zur Wohnstruktur. Von den 78 Parteien, die bewohnt oder 78 Wohnungen, die bewohnt waren, wollten 43 bleiben, was eine sehr große Menge ist natürlich. Und was die Grund, also es ging dann auch viel um die Wohnfläche, die sie inne hatten. Und da wurde eigentlich relativ schnell klar, dass viele Leute in einer Einzimmerwohnung wohnen und aber gerne in einer Zweizimmerwohnung wohnen würden. Also dass der Bedarf an Zweizimmerwohnungen größer ist als der jetzt aktuell abgedeckt wird. Man muss auch wissen, da komme ich später auch noch mal zu sprechen drauf. Es gibt sehr wenige Zwei-Zimmer-Wohnungen und der Bedarf ist aber sehr hoch gerade. Es gab einzelne Leute, die sich auch verkleinern wollten von einer Dreizimmer- auf eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber eher Menschen, zum Beispiel Paare, die jetzt aktuell in einer Einzimmerwohnung wohnen oder alleinlebende Menschen, die aber zum Teil Kinder irgendwie am Wochenende mit erziehen müssten, die dann auch in Einzimmerwohnungen wohnten, würden gerne in eine Zwei-Zimmer-Wohnung wechseln. Und dann gab es aber auch Familien, die nach noch größeren Wohnungen
den Wunsch hatten, und zwar nach 4 oder 5 Zimmerwohnungen. Aktuell gibt es auf jedem Stockwerk eine 3 Einzimmerwohnungen, eine 2 Zimmerwohnungen und 2 3 Zimmerwohnungen. Also es ist so sehr stark auf diese Einzimmerwohnungen auch, oder es gibt sehr viele Einzimmerwohnungen. Genau. Hier ist nochmal so eine Detailübersicht, die wir dann auch gemacht haben von den einzelnen Aussagen zu den Zuständen in den Wohnungen und im Haus. Und die, würde ich sagen, decken sich eigentlich recht gut mit den Planungen, die ohnehin schon von energetischen Seite oder von dieser technischen Seite quasi eigentlich vor, ja, die Planungen, die gemacht wurden. Also eben Leitungen, die nicht mehr funktionieren, Sicherungen, die rausfallen, Wasserschäden, die es gab, Risse in der Decke wegen Wasserschäden, die Waschküche, die irgendwie mangelhaft ist, die Velo-Abstellplätze, die ungenügend sind. Diese Sachen deckten sich eigentlich recht gut. Was man aber sagen kann, was vielleicht eine Totalsanierung von Seiten der Bewohnerinnen nicht rechtfertigt, ist, dass dieses Grundbedürfnis nach, oder dieses Grund, die Grundzufriedenheit war eigentlich da. Also niemand hat gesagt, ich möchte gerne, dass alles neu ist. Das, glaube ich, ist schon ein Unterschied, aber ich glaube, es gab schon einzelne Mängel, die man dann im Großen und Ganzen halt zusammenbeheben müsste. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied zu dem, was geplant war. Genau, was die Wünsche betrifft zur Änderung, war eben vor allem die Ausbesserung der Mängel. Was man aber noch herausheben kann, was vielleicht anfangs nicht so mit in Planung war, war der Lift. Der Lift ist jetzt außen an einem Außenschacht montiert und hält in jedem Zwischenstockwerk. Und da haben es vor allem die älteren Bewohnerinnen oder Familien, die mit Kinderwägen unterwegs sind, den Wunsch geäußert, dass der Lift gerne im Haus und dementsprechend auch an jedem Stockwerk halten soll. Dann gab es einen großen Wunsch, einen Swimmingpool auf der Dachterrasse, weil der früher existiert hat. Und es so, man hat dann immer rausgehört, vor allem von den älteren Bewohnenden, dass es so das Herzstück des Hauses war. Natürlich, es ist eine super schöne Dachterrasse. Aber dass es vor allem der Treffpunkt des Hauses war, also dass da die Menschen zusammengekommen sind und dass dieser Treffpunkt einfach jetzt mit einer kahlen Dachterrasse fehlt und dass die Leute sich weniger begegnen. Und dieser Wunsch nach einem Treffpunkt war vor allem geäußert durch diese Dachterrasse und aber auch durch einen Gemeinschaftsraum, der unterschiedliche Ausgestaltungen haben könnte. Also so manche äußerten einen Wunsch nach einem Hobbyraum, andere nach einem Partyraum, den sie sich zumieten können, ab und zu mal für Familienfeiern. Andere einfach für einen Begegnungsort oder einen Begegnungsraum. Genau. Ich würde sagen, so von planerischer Seite war so diese Grundrissplanung so das Erste. Da müsst ihr mich später berichtigen, wenn es nicht so ist. Es gab dann verschiedene Grundrissüberlegungen. Und das ist jetzt so, wie sie aktuell sind. Also man hat ein Regelgeschoss auf allen Etagen gleich. Man sieht in grün die 3 Zimmerwohnungen. Man sieht in Blau die Einzimmerwohnungen und in Orange diese Einzimmerwohnung, die es auf jedem Stockwerk, die 2 Zimmerwohnungen, die es auf jedem Stockwerk gibt. Und was jetzt aktuell der Plan ist, zumindest mein letzter Stand, ist, ich kann gleich nochmal zurückmachen, ist, dass quasi die Einzimmerwohnungen zum Teil weichen zugunsten von größeren Wohnungen. Also hier auf der linken Seite, die Einzimmerwohnung wurde zu einer 3-Zimmerwohnung hinzugefügt, weswegen es eine 4-Zimmerwohnung wird. Und hier auf der Seite sieht man, dass von der 3-Zimmer-Wohnung ein Zimmer zur 1-Zimmer-Wohnung hinzugefügt wurde, weswegen hier 3 Varianten von 2-Zimmer-Wohnungen neu entstehen. Also eben hier die blaue linke Wohnung kommt weg, wird zugefügt und auf der anderen Seite wird sie quasi, wird hier dieser grüne kleine Schacht oder dieses grüne kleine Zimmer zur 1-Zimmer-Wohnung hinzugefügt und es entstehen mehr 2-Zimmer-Wohnungen. Ich glaube, das ist so die große Veränderung und dementsprechend wird auch in der Hinsicht auf den Bedarf nach 2-Zimmer-Wohnungen, dem wird quasi nachgekommen, diesem Wunsch und auch diesem Wunsch nach größeren Wohnungen als 3,5-Zimmer-Wohnungen, dem wird auch nachgekommen. Es gibt jetzt auf jedem Stockwerk eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Genau, und dann noch, ja, um diesen Versprechenssatz oder diesem Sanierungsziel nachzukommen, dass die Menschen eine tragbare Miete nach der Sanierung zahlen können. Das war so der nächste große oder das nächste große Kapitel, was natürlich zum heutigen Titel ganz gut passt. Und das war auf jeden Fall ein größerer
hatten, den wir da kauen mussten. Also es hatte recht lange gedauert, ein Modell zu finden, was passt für die Giacometti-Straße. Weswegen unter anderem, weil dieser Prozess so lange ging, aber ich glaube auch aus anderen Gründen, diese Sanierung verschoben wurde. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mehr als den Januar 2022 und die Sanierung fand noch nicht statt. Die Sanierung wurde verschoben auf Juli 2023 für die Hausnummer 4 und dann ja später die Hausnummer 2. Bei dem Finanzierungsmodell war der Knackpunkt, dass die EMI Merz AG ein privates Unternehmen ist, ein gewinnorientiertes Unternehmen. Und dass preisgünstiger Wohnraum und vielleicht irgendwelche Fonds oder Kredite für preisgünstigen Wohnraum eigentlich immer gemeinnützigen Bauträgern zustehen. Und dass es gar nicht so einfach ist, als Privatunternehmen einen Kredit zu bekommen und dann aber günstige Mieten anzubieten. Das war so ein bisschen der Konflikt, der Knoten, den wir lösen mussten. Wir haben uns dann überlegt, was ist eigentlich preisgünstiger Wohnraum, wie kann die EMI Merz AG das anbieten. In Bern ist es gar nicht so einfach herauszufinden, haben wir gemerkt. Es gibt von der Stadt eine Broschüre, die heißt Günstiger Wohnraum in Bern, die aber sehr spärliche Infos gibt zum, was eigentlich preisgünstige Wohnungen sind. Da steht ein Zimmer 500 Franken, zwei Zimmer 700 Franken, drei Zimmer 900 Franken, aber es steht nicht, wie viel Quadratmeter, welcher Renovierungszustand. Es gibt auch keine Erhebung zu einer quartiersüblichen Miete, außer Marktpreise, die man von Wüst und Partner oder von so Immobilienplattformen ziehen kann. Dementsprechend war es sehr schwierig, überhaupt herauszufinden, was preisgünstiges Wohnen überhaupt bedeutet. Wir haben uns dann an einem Basler Modell oder an einer Basler Stiftung orientiert, der Stiftung Habitat, die wahrscheinlich einigen hier was sagt. Die Stiftung Habitat hat ein Modell, das nennt sich Mietzinskompensationsmodell oder Mietzinsbeitragsmodell. Und da geht es nicht darum, per se preisgünstige Wohnräume oder Wohnungen anzubieten, sondern es geht darum, die Wohnungen zu einer quartiersüblichen Miete anzubieten und dann aber zu gucken, dass die Menschen nicht mehr als 30% von ihren Reineinkommen bezahlen müssen. Und wenn diese quartiersübliche Miete höher ist, dann wird es quasi durch Stiftungsgelder, wird diese Miete kompensiert. Und das war ein Weg, den wir dann auch eingeschlagen haben mit der EMI Merz AG. Wir haben dann überlegt, ob so eine Stiftung vielleicht in Frage käme und haben dann aber auch irgendwann entschlossen, dass es gar nicht nötig ist, diese Rechtsform Stiftung irgendwie diesen Umweg zu machen, sondern dass die EMI Merz AG aus den Gewinnen der anderen Häuser, die sie auch noch besitzt, ja eigentlich einen Betrag zur Verfügung stellen könnte, um Mieten zu subventionieren und um Mieten zu kompensieren. Das war dann auch soweit. Hier war es noch mit dem Labeling Stiftung, ein Brief ging an die Bewohnerinnenschaft, dass wir quasi dran sind, so ein Modell zu erarbeiten, dass es so eine Art Stiftung wird. Und ich glaube, das ist noch sehr speziell, habe ich dann gelernt für die Schweiz, dass wir einladen zu individuellen Gesprächen, weil es musste ja quasi für jede Mietpartei ein Mietbetrag ausgehandelt werden. Und was das Spezielle daran ist, dass wir quasi auch eingeladen haben, dass die Leute ihre Steuerunterlagen mitbringen müssen. Und ich persönlich kenne das aus Deutschland so, dass man sich sehr offenbaren muss, so was die finanzielle Situation angeht, aber hier ist es scheinbar nicht so üblich. Und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich dieses Vertrauen, das wir durch die Gespräche hatten mit den BewohnerInnen, das ermöglicht hat, dass sie auch so offen waren und uns ihre finanzielle Situation mitgeteilt haben und wir diese Gespräche auch führen konnten mit den BewohnerInnen. Das ist ein Gesprächsprotokoll als Beispiel. Das hat jede Partei ausgehändigt bekommen mit der Erklärung von dem Modell auf der einen Seite und dann mit der Rechnung quasi von dem eigenen Mietzins auf der anderen Seite und dann unterschrieben von der EMI Merz AG, weil die Sanierung ja eigentlich noch, bis sie abgeschlossen ist, jetzt noch ein bisschen dauern wird, aber es trotzdem quasi jetzt schon eine Versicherung geben soll von Seiten der EMI Merz AG, dass der Mietzins dann so und so sein wird. Zum Beispiel hat man, wenn man jetzt diese Beispielrechnung sieht, wäre der Marktpreis dieser Wohnung, 3,5 Zimmer im 7. OG,
1909 und die Person hat aber das Jahreseinkommen von 58.500 und wir rechnen mit einem 25%-Satz und aufs Monat gerechnet wären das dann 1218 und dann werden diese, was sind das, 691 Franken quasi kompensiert von der Emmy Merz AG. Das ist so ein bisschen das Vorgehen. Ich glaube, wir haben es uns ein bisschen einfach gemacht, weil die Stiftung Habitat in den Gesprächen auch uns sehr viel Infos zukommen hat lassen, sehr viele Leitfäden, aber die Stiftung Habitat ist auch sehr viel größer, hat keine Ahnung wie viele Jahre, ich glaube 25 Jahre oder so, Erfahrung in diesem Mietzinsmodell. Und wir haben gemerkt, wir müssen, glaube ich, einfach mal loslegen und mit den Leuten ins Gespräch kommen und dann diese Leitfäden auch ausdefinieren, weil wir nicht für jeden Fall vorbereitet sein könnten und es sich um diese ja, 50 Parteien jetzt erstmal dreht und wir dann auch im Gespräch herausfinden können, sind die Leitlinien fair gestaltet oder nicht fair gestaltet. Das sind so Sachen, da sind wir, glaube ich, noch im Prozess und da werden wir auch noch sehr viel dazulernen. Und wir haben ungefähr jetzt die Hälfte der Gespräche geführt. Genau, und so würde dann ein ja, Mietspiegel aussehen mit dieser Maximalmiete in dieser Spalte, mit dem vereinbarten Mietpreis von diesen, aus diesen Gesprächen und dann eben mit, dem, mit der letzten Spalte, ob die EMI Merz AG quasi einen Teil subventionieren wird oder nicht. Das sind jetzt alles Beispielzahlen. Aber so wird sich diese Tabelle dann einfach nach und nach füllen. Was gerade der Stand ist und was jetzt noch bleibt, ist natürlich diese Lücke während der Sanierung. Und da sind wir mit der Hausverwalterin gerade aktiv am Gucken, dass die Leute entweder in der Umgebung oder in anderen Immobilien der EMI Merz AG unterkommen während der Sanierungszeit, dass sie auch während dieser Zeit keinen erhöhten Mietzins zahlen müssen. Also sie zahlen quasi das, was sie aktuell auch zahlen. Und ja, versuchen einfach diese so unkompliziert wie möglich, weil es ja sehr viel Veränderung für die Leute ist mit Umzug und dann wieder umziehen, dass wir das einfach so, ja, so viel Stress wie möglich abnehmen können. Auch, es wird auch ein Umzugsunternehmen helfen, den Umzug zu machen, sowohl in die Zwischenlösung als auch dann wieder zurück. Und hier sieht man zum Beispiel von der Wohnungszuteilung, die wir gemacht haben, für dann quasi das fertig renovierte Haus. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich diesem Wunsch der BewohnerInnen, die wir aus den Gesprächen hatten, also den Wunsch nach Vergrößerung, den Wunsch nach Verkleinerung, den Wunsch nach Ausrichtung, sei es Straße, Straßenseite oder Gartenseite oder Stockwerkswunsch, den konnten wir eigentlich nachkommen und gerecht werden, natürlich nicht zu 100%, aber so, dass man so gemerkt hat, okay, das sind dringende Wünsche und da können wir auch verhandeln mit den Leuten. Und das ist alles zu verdanken diesen Gesprächen, die wir eigentlich anfangs führen konnten mit den Leuten, weil sie uns da sehr viel mitgeteilt haben. Und auch dieses immer wieder, wir machen die Sprechstunde jede Woche noch nach wie vor und dieses, wenn sich was ändert, kommen die Leute zu uns und teilen uns das mit. Und ich glaube, das ist die Basis von all dem, zumindest was unsere Arbeit angeht. Und bislang, ja, es gibt immer Vor- und Zurücks, aber ich glaube, bislang funktioniert das ganz gut. Und wir machen so unsere Fortschritte und Learnings und ja, es geht weiter. Ich bin gespannt, wo es noch hingehen wird und freue mich aber jetzt erstmal auf das Gespräch. Dankeschön. Jetzt habe ich hier vier Sitze. Die Idee ist, wenn Sie auch nach vorne kommen möchten, dass wir jetzt gemeinsam ein paar Fragen nachgehen. Wie sozusagen, meine Grundfrage ist eigentlich, was können wir daraus lernen, aus diesem Projekt? Vielen Dank für den Vortrag und ich hoffe natürlich auch die Runde Publikum. Gibt es gerade unmittelbar eine Frage vom Publikum, von euch, von Ihnen,
zu diesem Projekt? Okay, dann würde ich vielleicht mal beginnen. Es gibt von Lucius Burkhardt ein Buch, das heißt Wer plant die Planung? Und das war natürlich für mich so eine Grundfrage, die ich relativ bald auch hatte, weil es ist ja eigentlich eine Planungsarbeit im weitesten Sinn. Es ist eine Recherchearbeit. Es ist eine idealistische Arbeit. Und irgendwann kommt dieser, was wir jetzt auch hier auf dem Podium haben natürlich, diese Übergabe an die Realisierung. Du hast jetzt auch sehr schön aufgezeigt, okay, was heißt es finanziell? Also wenn wir diese Zahlen anschauen und ja, es kommt ja was zusammen an Querfinanzierung. Was bedeutet das? Ist das dann wieder Idealismus von Immobilien? Vielleicht wie ist von Ihrer Seite jetzt mal als ausführende Architektin, was ist speziell an diesem Projekt? Was ist Ihre Herausforderung an diesem Projekt speziell? Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Es ist nicht das erste Projekt, das wir mit der Emil Merz AG umsetzen. Es ist das zweite. Und bereits beim ersten Objekt waren wir auch in einem langen Prozess. Und das war sehr lernreich für alle. Hat unglaublich Spaß gemacht und ist ein tolles Resultat daraus geworden. Und von dem her wussten wir sehr auf was, dass wir uns einlassen. Das war uns sehr bewusst. Mhm. Was sicher, das ist ein riesen positiver Punkt. Wir haben gestartet und ich wusste, von was in diesem Bezug Hans-Martin Merz spricht, wenn er mit mir über Grundlagen spricht, und er weiß auch, wie ich darauf reagieren kann. Das ist einfach aus der ersten Zusammenarbeit heraus entstanden. Ein großes Grundvertrauen gegenseitig. Und das war so wie ein Riesenvorteil, dass wir ganz früh natürlich zuerst mal mit einer Grundanalyse oder eigentlich darlegen, was können diese Häuser, und dann aber auch immer in euren Prozess eigentlich eingebunden waren. Auch wenn wir nicht in den ganzen Prozess nicht viel beitragen konnten, völlig klar, und wir auch sehr froh waren, dass ihr das abgedeckt habt, war schön, dass wir immer wieder mit einbezogen waren. Und das hilft uns auch, zu reagieren auf diese Punkte, die aufploppen. Also wir sind ja hier, sind auch Planer da, alle wissen, was es bedeutet, wenn man solche Häuser aus den 70er Jahren, das ist ein Plattenbau, das kann nichts, dieses Haus, nach heute, das hat Wohnraum, aber wirklich, da hört man jeden Schritt, man weiß, dass wenn es einmal ein bisschen so machen würde, wie kartenhausmäßig alles zusammenfallen würde in sich. Wir wussten, was das bedeuten wird, eine Sanierung. Also wir haben Normen, die kennt ihr alle auch, die man umsetzen muss, wenn man daran irgendwo anfängt, rumzubauen, zu planen. Ich bin extrem froh, dass wir ganz früh mit im Boot waren und das alles auch miterlebt haben. Und das ist natürlich für uns ist das enorm lernreich. Also ich habe wahnsinnig profitiert, auch von der Arbeit von vom Büro Giacometti, weil ich irgendwo einfach es auch immer sehr schätze, wenn ich andere Inputs kriege, als nur in meiner konventionellen Planerarbeit. Jetzt am Schluss eben das Wort konventionelle Planungsarbeit. Als ich jetzt vor dem Vortrag angehört habe, habe ich mir gedacht, das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber oberflächlich könnte man ja durchaus auch sagen, ja okay, die Grundrisse nach oben und nach unten verändern. Ja, und die Lift ist jetzt nicht etwas, was ich nicht auch drauf kommen würde. Ich bin nicht Architekt, erst recht Architekten. Jetzt ist das überhaupt nicht meine Haltung dazu, weil ich kenne ja das Projekt
ein bisschen mehr und sehe, dass da ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber die Frage steht natürlich, was ist der Unterschied gegenüber einem konventionellen Planungsprojekt und Sanierungsprojekt? An den Inputs, an den Qualitäten dieser Inputs. Ich hatte ja vorher zu Beginn das Stichwort Partizipation verwendet. Ja, was gibt es da einen Unterschied? Oder ist es eine soziale Frage? Jetzt, also ja. Absichtlich ein bisschen böse genannt. Wir haben alle unsere Jobs in diesem. Ich sehe uns eigentlich als Team schlussendlich mit Hans-Martin Merz, wo ich da sein kann, als Hauptinitiant. Wir haben alle unsere Jobs. Also schlussendlich habt ihr euren Job. Wir haben den Job, dass wir überhaupt alle Normen, ich rede extra nur von Normen, machen nicht so viel Architektur in diesem Haus, räumlich, dass wir alle Grundbedingungen umsetzen können im Betrag, welcher von uns gefordert wird, im Kostenrahmen, damit das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich ständig bewusst ist, dass es nicht geht ohne den anderen. Ob jetzt das nur sozial ist oder dann wirklich zu einem innovativen... oder wirklich innovativ am Schluss daherkommt. Das ist noch schwierig zu sagen, weil schlussendlich, ich habe eigentlich Freude an jedem kleinen Schritt und erwarte nicht, dass ich am Schluss etwas, also ich habe nicht den Anspruch, dass ich in eine Zeitschrift erscheine und das dann heißt, jetzt haben wir hier, sondern ich habe einfach Freude, dass ich weiß, dass die Leute, die dort bleiben wollen, das können. Und wir unser Bestes gegeben haben von Seite Architektur, dass die in guten Räumen leben können. Also das ist mein Anspruch und nicht, ich habe es nie gewertet, ob jetzt das innovativ wird oder nicht. Ja. Aber auch, dass Personen, die Wünsche äußern, auch ernst genommen werden und dies einfließt in das Projekt und nicht einfach auf der Strecke bleibt als Kosteneinsparung. Rebecca, was war für dich so das intensivste Erlebnis bezüglich wo eine Differenz spürbar ist für dich? Ich glaube, die größte Differenz ist, dass es halt da kann ich mich nur anschließen, dass es halt einfach, dass Leute den Wunsch äußern können, ob er dann umgesetzt wird, ist eine andere Sache, aber dass da einfach eben, wie du gerade meintest, so die Grundrisse sind jetzt kein, da ist jetzt nicht irgendwie eine Maisonette-Wohnung oder sowas entstanden, sondern es sind einfach nur Vergrößerungen, Verkleinerungen, aber dass es einfach eine Bestätigung vom Haus dazu gibt, also dass quasi diese Grundrisse auch genauso gewünscht wurden. Und das ist ja eigentlich die größte Differenz, dass nicht einfach irgendwas geplant wird und dann entstehen da neue Sachen, sondern dass quasi es geplant wird entlang von diesen Vorstellungen der BewohnerInnen. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es immer so diese Vorstellungen gab und dann habt ihr quasi nachgezogen oder so mit den Vorstellungen, sondern ich glaube, dass es auch oft eine Bestätigung war, oder? Also so diese Modelle, wie die Wohngrundrisse sein könnten, haben sich ja einfach manchmal gedeckt mit dem, was ihr eh schon vorgeschlagen habt. Aber genau diese Deckung, diese Bestätigung von einem Haus, das braucht es halt und das hat es halt oft nicht. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied für mich. Ja, schön. Ganz mal, also dieser Wohnungsmix, es gibt ja auch dazu Studien, welcher Ort, welcher Wohnungsmix so gewünscht wird. Gibt es da eine große Differenz zu dem, was auf den Befragungen rauskam? Also ich habe ehrlich gesagt diese Studie nicht gelesen.
Wir hatten uns mal anfangs, als wir uns gefragt haben, wer soll eigentlich dieses Haus bewohnen, und dann hatten wir mit Hans-Martin Merz darüber gesprochen, dann gibt es ja immer dieses Stichwort soziale Durchmischung, die ja auch mit einem Wohnungsmix einhergeht. Und dann haben wir uns überlegt, sollen wir da jetzt in die Recherche gehen und überlegen, was sagt die Wissenschaft dazu, was ist eine gute soziale Durchmischung oder braucht es die an gewissen Orten. Und im Endeffekt haben wir aber diese Recherche dann ausgeklammert, weil wir gemerkt haben, dass ja einfach sehr viele Leute schon in diesem Haus wohnen und dass man gar nicht mehr so viel füllen muss und dass viele Nachbarinnen und Nachbarn auch schon davon mitgekriegt haben oder Verwandte oder Freunde von den Menschen, die schon da drin wohnen, und sich auf die Interessiertenliste quasi geschrieben haben, dass man eigentlich damit das Haus füllen kann. Und das finde ich, ja, dann da muss man gar nicht irgendwie recherchieren oder so eine künstliche Durchmischung erzeugen, wenn die ja eigentlich schon passiert durch das Haus. Sehr, sehr heterogen. Und wenn dann einzelne Parteien auch noch so ihren Umkreis mit reinziehen und die auch von verschiedenen, also von verschiedenen Orten kommen, verschiedene Konstellationen mit sich bringen. Und genau deshalb haben wir diese, oder ich zumindest habe diese Recherche dann nie aufgemacht, weil es quasi nicht nötig war in dem Sinn. Ich finde innovativ schon die Idee von der Realität, von den Leuten, die dort wohnen. Normalerweise wird ein Gebäude saniert, wo man, der sich leisten kann, dann kommt rein. Dann gibt es einen Bruch zwischen vorher und nachher. Und das ist wirklich sehr innovativ, alle diese Kommunikationsmittel zu brauchen und zu einem Projekt zu kommen, das in die Länge möglich ist und eine unglaubliche Zufriedenheit schenkt. Meinte ich so, wie gesagt, ja? Das ist schon noch. Ich glaube auch, also ich habe vorher so gesagt, ich überspitze es ein bisschen. Ich meine, Wohnen ist Heimat, ist absolut existenziell. Erschüttert uns, wenn wir umziehen müssen. Wenn wir umziehen wollen, ist was anderes. Und ich denke, den Wert, diesen Wert, dass die Leute, die da wohnen und wohnen bleiben wollen, das können und dass es irgendwie finanziell sich finanzieren lässt, ist natürlich, Innovation ist so ein großes Wort, tönt nach irgendwie dem Swimmingpool auf dem Dach, den hätte ich natürlich auch gerne, gedanklich, weil da ist ja auch etwas, aber also, um zum Spaß gleich wegzukommen, das ist ja etwas, was ich jetzt mehrmals gehört habe, das Dach als Ort der Begegnung und dass Leute, das hatten wir auch beim Spaziergang, dass Leute eigentlich gar nicht so, ja, Gemeinschaftsräume und Bastelraum und weiß nicht was, was finanziell natürlich sofort sehr viel verändert, weil das ist Nutzfläche. Das aber sehr oft, der Kannenfeldpark ist ein typisches Beispiel, das sind drei Hochhäuser mit, ich weiß nicht wie viele Wohnungen je Hochhaus, ich schätze eher 50 als 30, mit einem Dach, mit einer der besten Aussichten auf diese Stadt und den Selsass nach Deutschland. Das ist ein Ort, vielleicht treffen sich die Leute dort, ich kenne nur ein Paar, das dort wohnt, die treffen sich jetzt nicht tagtäglich dort oben. Aber es hat eine Bedeutung, dass da eine andere Kommunikation vorhanden ist. Und ein Dach hat halt jedes Haus. Also ist natürlich auch ein Kostenfaktor, wie jetzt das Dach gemacht wird, aber grundsätzlich nicht der wesentliche Kostenfaktor, zumindest mal bei einem Flachdach. Ja, man kann es nutzen. Es ist bespielbar. Ja. Es hat Möglichkeiten, die man dort adaptieren kann. Ja. Also grundsätzlich eignet sich das Gebäude auch relativ mit einfachen Mitteln für jetzt dieses Vorhaben. Wir haben klare Grundrissstrukturen. Man hat wirklich nur reagiert mit diesem Wohnungsmix, weil man das Gefühl hat, wir brauchen etwas größere Wohnungen, für auch auf WGs oder Familien reagieren zu können. Dafür kriegen wir diese Kleinwohnungen weg. Wir haben eine wunderschöne Dachterrasse heute schon. Also es ist heute schon mit einer immensen Qualität.
jetzt schaut man, dass man vielleicht noch das eine oder andere ergänzen kann oder dann allenfalls eben mit den Bewohnenden zusammen entwickelt, auf diesen Dachterrassen. Also es ist ganz viel schon da eigentlich, das sich sehr gut integrieren lässt, jetzt in diese Wünsche, die da gekommen sind, dass wir gar nichts an den Handstand machen müssen. Rein jetzt von der Planerseite oder Grundrissstrukturänderungen. Wir haben über Maisonette-Wohnungen gesprochen. Da war ganz schnell klar, das sprengt jegliches Budget. Einfach in den Kostenrahmen. Es war klar, das canceln wir gleich vorab. Das hat gar keinen Sinn. Da sind wir im falschen Sektor drin jetzt. Wir haben den Wunsch, die Leute haben den Wunsch auch gar nicht wirklich geäußert, dass sie dieses Bedürfnis haben, sich in der Vertikale im eigenen Raum bewegen zu können. Also völlig unnütz, diese Intervention und auch zu Kostenspiel. Ich glaube auch, das Einzige, wo es sich so ein bisschen gerieben hat, oder also eben, wie ich vorhin meinte, es gab ja viele Sachen, die sich so bestätigt haben auch einfach, oder die sich einfach realisieren ließen. Ich glaube, der einzige Punkt, der mir so im Kopf ist, wo es sich gerieben hat, was am Anfang nicht so vorgesehen war, war dieser Lift, weil ja dieser Liftschacht, der ist außen anmontiert an der Fassade. Und wenn man den innen reinnimmt, dann geht das halt auf Kosten von Wohnfläche. Und das war erstmal nicht vorgesehen, weil man ja nicht Wohnfläche verlieren will und weil man dann das ja auch verändern müsste. Und ich glaube, da war zumindest Hans Martin am Anfang nicht ganz sicher, ob sich das lohnt, weil ja dann auch der Abriss von einem Lift und dann der Neubau von einem neuen Lift ja auch Kosten mit sich bringt. Und das ist für mich aber ein Beispiel, wo ich mir dachte, okay, das ist, da haben wir das nochmal betont, weil eben so viele Leute das geäußert hatten. Und ihr habt das von planerischer Seite ja auch mit mal so Varianten irgendwie einbezogen in die Grundrissplanung. Und wo er sich dann am Ende dafür entschieden hat, natürlich liegt die Entscheidungsmacht dann irgendwie bei ihm in gewisser Weise. Aber wo ich gemerkt habe, okay, da hat es im Endeffekt keine Übereinstimmung gegeben, erstmal. Aber da hat so diese Betonung auf die Bedürfnisse der Leute gezogen und überzeugt. Und jetzt ist der Lift mit drin. Und man hat ganz klar dann diesen Wunsch gekriegt. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel für unsere Arbeit. Wir haben diesen Wunsch erhalten. Man hat für den Eigentümer aufgezeigt, was bedeutet das. Wir konnten jetzt unsere Erdbebenertüchtigung kombinieren mit diesem neuen Lift und dafür andere Ertüchtigungsmaßnahmen, die notwendig gewesen wären, reduzieren. Und das hat dann schlussendlich, war es wie eine Auslegeordnung zu einem ganz kleinen Punkt, Liftschacht, Erdbebenertüchtigung, Kombination versus dieses Einbringen und den Abbruch des Alten. Und das hat ihm genügend Grundlagen gegeben, um dann Entscheidungen zu treffen und sich dazu entschieden, den Wunsch zu erfüllen der Bewohnenden. Und das ist nicht ein Nullsummenspiel, das kostet mehr, aber es konnte wie auch aufgefangen werden in der Planung. Und das ist vielleicht auch für deine Frage, was ist der Unterschied zu einer konventionellen Planung? Normalerweise haben wir Bauherren vis-à-vis am Tisch, die sagen uns ganz klar, was ihre Bedürfnisse sind. Dazu kommen die Normen aus den Baugesetzen, die gewisse Auflagen mitgenerieren. Und hier war klar, das wird ein Austausch werden, es wird ein Abtasten werden, wie viel liegt drin, wie viel liegt nicht drin. Und es ist ja uns allen klar, das braucht einfach viel länger Zeit. Der Zeitbedarf ist das große Delta. Also der Zeitbedarf, mehr Zeit kostet auch sozusagen automatisch mehr, das lässt sich nicht ganz verhindern. Aber einerseits kann ja mehr, wenn von Anfang klar ist, es braucht mehr Zeit, muss es nicht der große Kostenfaktor sein. Es kann ja auch eine andere Form von Vorgehen sein, dass das Wissen, okay, wir haben mehr Akteure, Akteurinnen im Spiel. Es ist nicht einfach der Investor oder der Immobilienbesitzer, sondern nebendran sind die, ja, sind die Benutzer des Hauses spürbar, vorhanden, indirekt oder direkt, und das dauert länger. Sicher braucht es auch mehr Zeit, mehr Gespräche, vor allem dauert es auch länger. Okay,
Ja. Ich habe vielleicht auf der einen Seite eine praktische Frage, unzugbar vorhin gerade das Thema, und dann vielleicht noch eine eher Rendite- und Investoren orientierte Frage. Zuerst zum Umzug, eben wenn ich mir das so anschaue und im Tag das aufrechnen, ich glaube, das funktioniert noch einigermaßen mit den Zahlen, die ich gehört habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir zwei Häuser, die in zwei Etappen dann umgebaut werden. Das ist diskussionslos mit den Maßnahmen, die getroffen werden müssen, dass man das in gewohntem Zustand erledigen kann. Jetzt haben wir rund 90 Wohnungen. Auf der anderen Seite plus minus die Hälfte der Bewohner, die grundsätzlich da bleiben möchten. Wird das mit dem Umzug entsprechend mit einer Broschürung von einem Haus ins andere gelöst? Und was ist da allenfalls auch der Anreiz? Ich meine eben, das ist natürlich eine wirklich sehr ideelle und sehr ehrbare Angelegenheit für einen privaten Investor. Wird da auch Unterstützung geboten? Genau, es ist so, ich glaube, die beiden Häuser, kann ich mich erinnern, wurden gekauft im Doppelpack, damit das so, umgezogen werden kann, während das eine und das andere Haus dann saniert werden. Es geht sich nicht ganz aus, natürlich. Also es ist im Endeffekt jetzt so vom zeitlichen Verlauf war das so, dass zwischen diesem ersten Brief, dass die Mietverträge gekündigt werden, dass eine Sanierung stattfindet, und diesem zweiten Versprechen, dass alle bleiben können, die das wünschen, ist ungefähr ein halbes Jahr vergangen. Und dementsprechend haben viele Leute aus der Nummer 4 schon gekündigt, die quasi die Nummer 4 ist die Hausnummer, die als erstes ansteht zur Sanierung. Ich würde sagen, die Leute, die kündigen konnten, haben gekündigt, weil sie eben nicht Lust hatten auf diese Veränderung oder auf die Belastung, die damit einhergeht. Und von der Nummer 2, weil die eher noch mal länger Zeit hatten, haben sich erstmal alle ein bisschen länger Zeit gelassen. Und als dann dieser Brief kam, dass sie bleiben dürfen, sind tendenziell von der Nummer 2 mehr Leute, die bleiben, als von der Nummer 4. Sprich, wenn die Nummer 4 jetzt als erstes saniert wird, aber in der Nummer 2 sehr viele Leute da noch sind, passen nicht alle in die Nummer 2. So. Deshalb geht es sich nicht ganz aus mit diesen Umzügen. Und deshalb wurde dann haben wir vor allem mit der Hausverwalterin recht viel organisiert, dass in den umliegenden Häusern die Leute untergebracht werden können oder in anderen Immobilien von der EMI Merz AG oder von der Hausverwaltung, die auch noch andere Immobilien hat oder verwaltet zumindest, dass das so ein bisschen verschiftet wird und dass man so ein bisschen guckt, welche Leute sind sehr unflexibel oder irgendwie nicht sehr mobil und deshalb ziehen sie eher nebenan und welche Leute sind irgendwie noch sehr dynamisch und können sich auch vorstellen, in andere Ortsteile der Stadt umzuziehen. Wenn die Sanierung im ersten Haus jetzt vollendet ist, ist es schon der Modus, dass quasi alle in dieses neu renovierte Haus zurückkehren und auch die Leute von der Nummer 2, wo dann die Sanierung startet, dass sie dann in die Nummer 4 zurückziehen. Und das ist auch schon, also dieses eine Bild von der Wohnungsverteilung, das haben wir dann quasi mit allen gemacht, die wir mit dem ganzen Bestand an Wohnparteien und das geht sich dann wiederum aus. Also eigentlich passen dann im Endeffekt alle in dieses Haus 4 und manche wollen aber dann wieder zurückziehen in die Nummer 2, weil sie wieder in ihre ursprüngliche Wohnung zurückkehren wollen. Genau, das ist so mit diesem Hin- und Herziehen. Ich habe die Frage mit dem, was sich rentiert, nicht ganz verstanden. Ja, okay. Ja, klar. Ja. Eben auch das in diesen Kopfrechnen. Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass Unterrendite irgendwo 5,5%, Rendite 3,5 bis 4 maximal akzeptabel ist oder es wenigstens überhaupt möglich ist. Wenn ich die Zahlen da richtig gesehen habe, ist es ja so, dass da ein Rabatt eigentlich von 35% gewährt wird, was sehr viel ist. Da stellt sich mir einfach auf der einen Seite so ein bisschen die Frage, da müssen wir eben beim Ertrag und einer relativ kleinen möglichen Netto-Rendite müssen viele andere Liegenschaften ja diese Subvention dann querfinanzieren. Auf der einen Seite, also das ist dann eben schon ein sehr soziales und idealistisches Denken des Investors. Und auf der anderen Seite gehe ich mal davon aus, dass aber dieses Angebot eigentlich nur für bestehende Mietende oder Mietparteien gilt und nicht für solche, die dann neu diese Liegenschaft dazu kommen.
Das Erste kann ich auf jeden Fall, ja, da müsste wahrscheinlich jetzt Hans-Martin Merz hier sitzen und über seine Rendite reden, das kann ich nicht beantworten. Aber beim Zweiten ist es schon so angedacht, dass dieses Haus quasi allen Mietern, die da drin wohnen werden, dass dieses Modell auf alle Mieter angewendet wird. Jetzt gerade noch eine, muss nicht die letzte Frage sein, aber gibt es eine weitere Frage? Ja, oder? Also ich finde das Projekt sehr so zukunftsreisend. Es ist auch sehr so ideologisch und sozial gedacht. Eine zentrale Frage, die mir so durch den Kopf geht, ist dann, wie können wir mehr Eigentümerschaft dazu motivieren, irgendwie dieses soziale Bewusstsein zu organisieren oder halt irgendwie das mitzudenken und irgendwie auch zu schauen, wie irgendwie ganzen Mehrkosten, die produziert werden, gedeckt werden können. Vielleicht auch noch so den Titel Finance Follows Function, eigentlich das umdrehen und sagen Finance Follows Function für die Bewohnenden. Also wie viele Zimmer brauche ich, wie viel Geld verdiene ich? Und ich meine, das ist ja sehr selten, dass man irgendwie gefragt wird, hey, was wünschst du dir eigentlich? Willst du eigentlich eine größere Wohnung? Aber es ist ja finanziell nicht möglich. Und ich denke mir, dass das halt sehr viel Potenzial hätte, so für städtischen Wohnraum, wenn man mehr auf die Bewohnenden aktiv eingehen würde. Und ich frage mich halt, wie kann man irgendwie eine Eigentümerschaft irgendwie dazu bewegen? Weil, wenn das halt für über die Jahre immer nur halt Einzelfälle sind, dann ist ja schon in Zukunft, aber schön wäre es ja, wenn es irgendeine Grundlage gibt, dass man so dieses soziale Bewusstsein so praktizieren müsste. Das ist vielleicht eine etwas große Frage. Ich wollte es wie auch mal dran haben, ob ihr da vielleicht Ideen habt, ob es da neue gesetzliche Entwürfe braucht oder ob da die Stadt selber eingreifen muss oder auch für neue Stelle braucht. Sozialarbeiterin in einem Renovationsprozess oder so. Also ich mache vielleicht, zwar nicht meine Rolle als Moderator, ich mache vielleicht einen Ansatz zu einer Antwort. Wenn wir denken, dass es läuft momentan im SAM, also im Schweizerischen Architekturmuseum, eine Ausstellung, die heißt Ein Abriss. Und es geht um Abriss in der Schweiz. Und da ist eine der Aussagen, ich kann die nicht kontrollieren, sie tönt für mich unrealistisch hoch, aber wird wahrscheinlich schon stimmen, dass 84% des Abfalls in der Schweiz durch Abriss von Gebäuden passiert. Und wir wissen, das ist CO2, das ist pures CO2. Dann stellt sich natürlich für mich die Frage, Rebecca, du hast vorhin erwähnt, die Stadt Bern, und das werden die anderen auch sein, die ist ja logisch, das Geld für Genossenschaftsprojekte, für günstigen Wohnraum etc. bei Genossenschaften platziert wird, aber natürlich Privateigentümer, ja, die schauen nach ihrer Rendite, was sollen wir die da unterstützen? Dass wenn wir den Blick öffnen auf, was heißt es, wir sind jetzt ein 70er-Jahre-Haus, sind noch einige Häuser, gerade im Besitz von Pensionskassen, die dran sind, saniert zu werden oder Abriss, dann stellt sich für mich die Frage, das ist eine Frage an die Forschung auch, also und da nehme ich dich jetzt als Forscherin auch, in dem, was ihr gemacht habt, natürlich auch die Forschung, gibt es Möglichkeiten, schlussendlich Findings, Manuals, Hilfen für die Investoren, Pensionskassen, Eigentümer, die Kantone, der Bund, wie können wir da Hand in Hand arbeiten? Also die Menschen mit einbeziehen in die Partizipation. Wir haben ja auch gesehen, so viel, so wahnsinnig sind jetzt die Wünsche nicht. Also Swimmingpool auf dem Dach ist vielleicht sehr speziell, aber es sind ja Grundbedürfnisse. Sie haben die Renditen gebracht. Die Geld form follows finance, also Geld ist, lässt sich nicht wegdiskutieren. Und gleichzeitig wissen wir, der Abriss ist auch ganz viel Geld und es ist Verschmutzung. Also wie kriegen wir das zusammen? Das wäre für mich
eine offene Frage, auch nicht einfach eine Antwort, aber eine Forderung, hey, wir müssen da irgendwie zusammenkommen. Jetzt habe ich eine Antwort gegeben, geht gar nicht als Moderation, ich weiß. Also ich, vielleicht eine große Ergänzung. Oder Möglichkeiten sehe, ist, die Bewohner wurden jetzt gefragt in einem ersten Schritt, die sind in diesem Gebäude, wohnen die seit einer Zeit als Beispiel oder kommen neu rein? Das sind Personen, die über die Gestaltung bestimmen. In einem Wechsel von diesen Personen kommen neue rein, die haben andere Wünsche. Und dieser Wechsel kann oder muss oder wird irgendwie angepasst werden müssen. Und wie macht man das? Sind das Räume, die räumlich im Kleinen bleiben, Nutzungsmöglichkeiten möglich machen? Oder zwingt das jedes Mal bauliche Maßnahmen? Und das, denke ich, wäre nicht das Ziel. Jetzt war, glaube ich, noch da eine Frage. Vielleicht wirklich jetzt die letzte. Weil die Glocken, die sind speziell für hier. Die zeigen, hey, jetzt langsam zum Ende kommen. Die haben wir jedes Mal bestellt. Nein, das ist für uns ein Zeichen, so jetzt kommt langsam zum Ende kommen. Ja, die hätte noch eine Frage. Unterschiedliche Fragen. Einerseits, wenn ich mich sehr wundere, von der planenden Seite, wie das einschätzt. Jetzt ist das Projekt vielleicht in ein paar Jahren, es geht noch ein bisschen weiter, also Faktor Planungssicherheit, die dazu kommt. Was habt ihr überhaupt für Möglichkeiten als Architekturbüro, das zu tragen? Ist ja oftmals in der Runde, man muss eine gewisse Planungssicherheit von anderen Projekten haben. Wie kann man so etwas tragen, das dann plötzlich 2 Jahre später erst wieder kommt oder 3 Jahre später oder 4 Jahre später? Was macht das mit euren Emotionen gegenüber dem Projekt? Also nennt mich sehr wunderlich, wenn das Projekt seit es entstanden ist von Rebecca. Und es war schon eben so diese Knacknuss irgendwie so. Wie ist es effektiv für euch, mit dem umzugehen? Und könnt ihr jetzt schon so ein bisschen darüber reflektieren? Und seht ihr so diesen Gewinn daraus, dass man in Zukunft längerfristig, also über längere Dauer, über eine längere Dauerzeit irgendwie so planen muss im Allgemeinen? Dass man nicht nach ersten Jahren irgendwie sagt, okay, Studienbauprojekt, Bauprojekt und Ausbildungsplanung und so weiter, sondern dass dieser Vorprojektprozess, Beschlussprozess eigentlich viel mehr Bedeutung gewinnen müsste. Also, wir sind ein Büro mit praktisch 50 Mitarbeitenden. Also wir sind recht gross. Wir haben große Projekte, die einen großen Anteil an iterativen Prozessen integriert sind. Das heißt, wir haben sehr viele Projekte für die öffentliche Hand, wo wir sowieso mit ganz vielen Playern zusammenarbeiten. Also wir sind vor allem im Umbau tätig unter denkmalpflegerischen Aspekten. Das heißt, wir haben sehr viel den Key Player Denkmalpflege mit im Boot, dann haben wir meist Nutzende, meistens mehrere Nutzende, und wir haben den Eigentümer und wir haben den Besteller. Damit möchte ich nur sagen, wir sind uns sehr gewohnt, in solchen Prozessen zu arbeiten. Also ich muss da nicht was völlig Neues lernen, weil das ist für mich eigentlich praktische tägliche Arbeit. Und von dem her bin ich wahrscheinlich auch privilegiert. Also ich weiß, wie viel Zeit das benötigt, damit am Schluss alle am selben Ende des Seils ziehen und in die gleiche Richtung, weil erst dann wird es wirklich sinnvoll. Also, und das ist mehrheitlich an Großprojekten. Ich bin meistens Projektleiterin, das ist ein großer Teil meiner Arbeit, jeden Tag. Und von dem her bin ich mir das sehr gewohnt. Und es ist auch nicht so, dass das für mich völlig Neuland ist. Diese längere Dauer, die das braucht, für solche Modelle einzupflanzen in diese Projekte. Durch das, dass wir größer sind, können wir solche Stops übernehmen. Also
es ist ganz klar, wenn das jetzt ein kleines Büro ist, dann kann das ganz schnell ein Problem werden. Aber durch das, dass wir so viele Mitarbeitende haben, ist das ein bisschen weniger existenziell. Das andere, ja, ist vielleicht auch schon ein bisschen die, halt, ja, die Kenntnisse zum Bauen, wo man immer wieder merkt, jetzt müssen wir noch auf einer höheren Flughöhe bleiben. Und hier lohnt es sich abzutauchen und bereits sehr konkret zu werden. Und das ist jetzt vielleicht eine Frage. Wir waren recht früh teilweise bereits bei der Ausführungsplanung mit dem Baustatiker. Weil also diese Ertüchtigung ist so ein großer Teil der Kosten, wo wir nicht einfach sagen können, wir bleiben schön, hohe Flughöhe, das ist Vorprojekt, das liegt nicht drin, weil wir gar, oder dieser Lift als Beispiel, wir mussten Kosten sich, also wir mussten Kosten präsentieren für den Entscheid. Also da können wir nicht uns ausruhen auf plus minus 25%, sondern nein, es braucht mehr für diesen Entscheid zu treffen. Und das ist so, und das glaube ich, das geht immer wie weiter. Wir können nicht mehr in diesen Phasen einfach so uns bewegen. Wir haben Prioritäten zu setzen und anhand von diesen müssen wir eigentlich schon festlegen, wo müssen wir tiefer planen, bereits in einer früheren Phase. Und was ich auch glaube, ist, dass diese ESSIA-Normen, die sind im Moment ein bisschen am hinten nachhinken. Wir haben den ganzen Reuse-Thema, welches wir jetzt alle damit konfrontiert werden im Planungssektor, wo es noch überhaupt keine Normen dazu gibt. Beziehungsweise, wenn wir das machen, dann gehen wir eigentlich das Risiko ein, dass wir Normen nicht einhalten können. Das können nicht wir, das muss der Besitzer oder der Eigentümer dann auch mittragen, auch die Nutzenden, alle. Aber das ist, für das gibt es noch gar keine Grundlage. Und trotzdem sind wir heute gezwungen, uns mit diesen Themen eigentlich schon umzusetzen, einzuplanen, obwohl wir eigentlich gar nicht wissen, auf welcher Grundlage dass wir das planen sollen. Es ist eine ganze energetische Frage, geht auch wahnsinnig schnell. Dort sind wir natürlich besser, ist eine bessere Grundlage da, aber das geht so schnell voran, dass das eigentlich auch fast immer so ein bisschen ein Hintenherhinken ist. Ja, es braucht noch mehr, wir müssen noch mehr Panels, wir müssen, damit dieser Energiebedarf, der ist ja jetzt in aller Munde. Und ich merke schon, es ist ein bisschen es wird immer wie schneller zu diesen Themen. Obwohl wir eigentlich Zeit brauchen, und je länger Zeit, als wir brauchen, desto mehr geht dieser Fortschritt. Aber ja, also der fließt uns ja davon, obwohl wir uns noch in der Phase befinden, wo wir integrieren wollen, absprechen wollen, dann merkt man, ui, wir sind jetzt schon, eigentlich müssten wir solche Themen auch schon einbinden. Also habe ich da ein bisschen Antwort gegeben. Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, wir könnten noch weiter diskutieren, können wir vielleicht auch im privaten Rahmen nach Ende dieser Veranstaltung. Ich möchte mich bei euch, bei Ihnen ganz herzlich bedanken fürs Kommen. Ich möchte natürlich die Gelegenheit auch nutzen, Martin hinter dem Balken sozusagen zu danken, für die ganzen Aufnahmen, für die ganze Produktion. Ich möchte Blasarchitekten, speziell dir Claudia, auch danken für diese Zusammenarbeit, die wir da haben, und heute Abend für das Gastrecht sozusagen von uns. Ich möchte auch den Sponsoren dieser Veranstaltungen danken, muss aber zugeben, dass ich die nicht aufgeschrieben habe, aber die können Sie noch nachlesen auf der Schauraum B-Seite. Weil ja, alles, auch solche Veranstaltungen, kosten Geld. Und ich möchte auf die nächste Veranstaltung aufmerksam machen, die ist am 30. November. Es ist das Architekturbüro Dreier Frenzel. Ein Westschweizer Büro, Eik Frenzel wird da kommen. Die sind jetzt gerade mit dem Buch, was herauskommt, mit dem Titel Social Loft, wo es um neue Wohnformen in der Schweiz, um die Verbindung Wohnen, Arbeit, Freizeit,
soziale Verantwortung. Was sind da zukunftsfähige Modelle? Also ähnliche Fragen, wie wir heute auch hatten, auch in dieser Prononcierung, dass da sozusagen der Grad zwischen finanzieller Machbarkeit, sozialer Verantwortung, Realisierbarkeit, Normen, Gesetze, wo all das auch eine Rolle spielt. Es gibt ein Projekt, das möchte ich ganz am Schluss noch erwähnen, das von Dreier-Frenzel, das mich besonders beeindruckt hat, das ist in der Westschweiz. Da war die Forderung des Eigentümers, das war ein Eckbau im engen Winkel von zwei Straßen, des Eigentümers war die Forderung, eine logische, ich will eine gute Rendite, ich will möglichst viel Wohnraum. Was sie gemacht haben, ist, sie haben die sämtliche Erschließungen, also alle Treppenhäuser, alles, sind außen am Haus, sind gar nicht im Haus drin. Somit hat man die größte Wohnfläche und sie haben ein total brutalistisches Gebäude, also Rohbeton durchgezogen. Das, ich glaube wirklich, wo wir streiten können über die Ästhetik, Form follows Finances, das aber sicher eine gewisse Ikonografie hat und den Mieter, Mieterinnen viel Wohnfläche für vielleicht ein bisschen weniger Geld. Ich bin gespannt auf den 30. November, falls Sie Zeit haben. Wir sind hier und es ist Livestream und ein paar Tage nach dem Livestream auch sonst auf YouTube einsehbar. Vielen Dank und ich wünsche allen einen schönen Abend. Danke.